Bauteile haben wir hier natürlich die Stromeinheit, ganz klar. Zum Strom ist quasi der Regler, wann soll ich einschalten und wann nicht. Hier haben wir den Motor, der dieses Pumpe, die Pumpe über den Stift antreibt, also die haben wir hier gerade gesehen, der muss hier drehen können. Ja. Und dann haben wir noch diesen Behälter und der Behälter, jetzt gucken wir mal nach, ob da auch diese, wo diese scheiß Membran ist und wie der von innen aussieht. So, und dazu machen wir auch wieder diesen Anschluss ab. Als erstes Anschlussschraube, hier müssen wir aufpassen, da läuft Öl hin und raus. Wir machen hier unsere Schläuche weg. Dann das ganze Kopfseil. Schlauch Nummer 1, Anschluss Nummer 2. Den Anschluss auf. Haben wir den kleinen Ölbehälter. Und jetzt machen wir gerade mit dem Ölbehälter auseinander. Wenn uns das ja brennend interessiert und euch auch oder nur mich. Und zwar machen wir hier erstmal diese Dichtung mit einer Stopfen was rein. Dass dann der Sabber rausläuft die ganze Zeit. Dann lassen wir das überschüssige Öl hier reinlaufen. Das hat mich gerade drauf gewartet, das Knacksglas. So, und jetzt müssen wir eigentlich das auftrennen können. Das war das nicht auch das Spannende, wie der Behälter innen aussieht. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir trennen das auf, indem wir hier hingehen und diese Dichtringe runterdreht. So, und jetzt haben wir die entsprechende Membran sichtbar. Das ist jene besagte Membran, die immer wieder kaputt geht. Und was hat die jetzt für eine Funktion? Die muss halt noch ganz sein, die ist bei einem anderen Behälter wahrscheinlich kaputt. Und das Ganze funktioniert so. Hier wird nach von außen wird Luft eingepresst. Ich glaube in den Innenbereich. Ja, in den Innenbereich. Diese Membran, die geht dann irgendwann mal kaputt. Und das läuft jetzt folgendermaßen. Wenn man das hier innen drin habt, hier in dem hier muss die Luft sein scheinbar. Und das drückt hier das Öl in diesen Bereich rein. In diesen Bereich kommt es rein. Und dann läuft es über diese untere Öffnung, glaube ich, wieder raus. Das heißt, es ist so drin, kommt hier rein und über das, wenn durch den Aufdruck, durch den Druck, presst es nach vorne raus. So einfach ist das. Also da kommt Öl rein, gluck, 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 in den Innenbehälter, hier innen rein, das sammelt sich da innen an, da bildet sich unten so eine Blase und dann flupp, schiebt es das wieder raus. Durch das, dass hier drinnen ein Druck entsteht. Und hier ist der Druckbehälter noch okay, das heißt, man muss nur den Druckbehälter und andere Behälter auswechseln. Okay.
Man könnte gerade meinen, das gehört da gerade ganz rein, aber das muss wohl so sein. Am besten diese Kuhle nach unten lassen. Beim Einbau die Kuhle nach unten. Mag sie wohl von oben reinkommen, aber das juckt da nicht. Man sieht auch, dass diese Löcher von oben hier separat laufen. Das heißt, dahinter ist es einfach auch ein Leerbehälter. Und dadurch haben wir heute die Bauteile kennengelernt. Den Druckbehälter oder Ausgleichsbehälter, der mit der Membran das wieder nach außen dreht. Und den kleinen Motor. Der Motor, der muss halt als solches sich drehen. Dann sind diese kleinen Außenelemente, die pressen entlang von der, vom Rand diese, von dieser quasi Eierscheibe des Zeugs mit hinaus. Die zwei Bauteile haben wir heute kennengelernt. Und wenn es irgendwo klemmt, dann macht er eins von denen auseinander, braucht ihr ja keine Angst mehr haben.